Ja, liebe Leute, ahoi ihr Landratten, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und wir machen heute weiter mit der Erkundung dieser Stadt. Unter anderem holen wir heute die, oder versuchen zumindest, die letzten, Punkte. Aber jetzt werden wir uns erstmal dieser Kiste hier, die so fleißig vor sich hin glitzert, widmen. Ich muss gerade gucken, wo sie sich befindet. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Das ist das Problem. Ist sie in dem Haus drin? Warte mal. Kann das sein? Warte mal. Ist sie in dem Haus drin jetzt? Oder liegt die unten? Warte mal. Ich konnte nicht runter, okay. Warte. Die ist doch, kann doch sein, dass. Dann ist sie bestimmt hier unten und da ist sie auch. Manchmal ist es ein bisschen schwierig zu sehen, wo die sind. Eine Nummer, eine weitere Truhe. Jetzt haben wir insgesamt 2 von 22. So, aber jetzt erstmal, wie gesagt, dazu da. Und ich will eigentlich was anderes machen, gerade kurz von mir an. Mir ist was eingefallen. Aussehen. Warte mal. Nee, Jackdaw Upgrades. Kann ich das machen? Rumpfausbau? Ach so, ich bin noch nicht weit genug. Kommen Sie der Hauptgeschichte voran, dieses Upgrade freizuschalten. Ah, schade. Okay, das erklärt, warum ich nicht mit dem Typen sprechen konnte. Wir müssen also tatsächlich erstmal in der Geschichte weiterkommen. Okay, gut, dann erklärt sich das. Dann habe ich nichts gesagt und ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit den Synchronpunkten, würde ich sagen. Ja, genau. Um einfach erstmal die ganze Map aufzudecken, und das machen wir jetzt als erstes auf jeden Fall. Erstmal sind noch 4 Stück insgesamt. Insgesamt sind ja 7, die hier in Nassau sind. Und da ich heute ein bisschen Zeit habe, quasi sturmfrei habe, nutze ich heute die Zeit ein bisschen, um noch ein bisschen Assassin's Creed vorzuarbeiten. Weil ich einfach gerade Bock auf diese Moment, das ist eine Kiste. Warte. Die habe ich doch ja auch noch gerade gesehen, ja. So, was haben wir hier? Weitere Truhe Nummer 23, aber das ist jetzt, wie gesagt, erstmal. Ich feiere dieses Game definitiv vom Setting her. Warte mal. Kann ich? Ah, nee, ich muss auf den Baum, ne? Der Baum ist das. Ja. Wahrscheinlich. Oder? Ja, das ist nicht der Baum, das ist der Turm. Natürlich. Nicht der Baum, sondern der Turm. Warte mal. Kann ich das hoch? Kann ich nicht hoch? Hä? Jetzt auf dich? What? Wieso komme ich da nicht hoch, Leute? Ach, dann gehen wir da hoch. Nehmen wir den einfach den Weg hier. So. Nein. Das war natürlich nicht beabsichtigt, aber wir haben ja wieder Gesundheit. Mehr Gesundheit zumindest als schon vorher. Ich muss jetzt echt sicher, ich mal gucken, bis ich da wirklich einen Weg finde. Beabsichtigt war es natürlich jetzt nicht da. Komm ich da hoch? Ja, komm ich. So, warte mal. Kurz. Da. Klettern. Genau. Und dann sind wir oben. So. Nummer 5. Ne, 3. Quatsch. Nummer 4, glaube ich, war es jetzt, wenn ich richtig. Ja. Nummer 4. 3 brauchen wir noch. Dann hätten wir zumindest die Map aufgedeckt und dann können wir den Rest angehen. So. Hopp. Und runter. So, weiter geht's. So, jetzt haben wir das. Dann ist das die nächste. Würde ich sagen. Ja, dann machen wir das doch. Glatt. Die Feinde interessieren mich gerade herzlich wenig, weil so lange. Oh, das Moment, das ist ein Skript. Das ist kein Chatty, das ist ein Manuskript und ein Fragment. Das ist das erste von 13.
Also das hier, muss ich sagen, ist auf jeden Fall einiges größer als Havanna. Warte mal, das ist ein Sperrgebiet, oder? Kann das sein? Ist das Sperrgebiet? Ja, fuck. Warte mal, ist das Ding jetzt echt im Sperrgebiet drin oder muss ich da nur durch? Okay, ich kann außen also vorbeilaufen. Alles klar, dann lassen wir das erstmal so sein und so stehen, das ist das Sperrgebiet. Und machen hier ja wenig Ärger. Wie gesagt, wir lassen die Jungs gerade so ein bisschen in Ruhe. Wir müssen uns nicht mit jedem erstmal anlegen, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss. Aber, ja. Okay, da ist der Turm. Den nehmen wir mit. Da ist nämlich schon der nächste Punkt. Also mir kommt es mir so vor, als wäre das um einiges größer. Oder sagen wir es mal so, na, vielleicht nicht um einiges größer, aber es ist halt, so, dass, es zumindest mehr zu finden und zu entdecken gibt. Da ist eine Kiste drin. Ich fällt mir gerade ein. Das hört sich ja schon so an, als war da. Warte, wo komme ich da rüber ran? Ja, da außen rum. Ich jetzt. Komm, mein Freund. Nehmen wir mit, die Kiste. So. Du solltest da eigentlich da mal rüber gehen. So. Nehmen wir mal die Kiste hier mit. Wer weiß, ob wir das vielleicht sogar gebrauchen können. So, weitere Truhe Nummer 4 von 22. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Also, ich bin wahrscheinlich so, ja. Das ist relativ easy. Dann holen wir uns da oben den Aussichtspunkt. Das wäre dann Nummer 5 von 7. Ich glaube, nee, mein Havanna war es, glaube ich, mehr. Da waren es, glaube ich, 8 oder so, ne? Was war 8? Ja, 8 war es, glaube ich. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wir haben Arsch viel noch zu tun, auf jeden Fall, in diesem Let's Play hier. Aber gut, dann ist es so. Dann ist es einfach mal so. Da ist der nächste Punkt. So, ein weiteres Schnellreiseziel. Gucken wir mal gerade. Okay, also das jetzt nicht anhört. So und so klappt da noch. Nö. Aber gut. Egal, weiter geht's mit dem nächsten. Das wäre dann einmal Nummer 6. Das wäre dann Nummer 6. Ist hier schon falsches Gebiet drin, das Ding? Warte mal. Oh ja. Stop. Entschuldigung, ich habe nichts gemacht. Ihr Säcke. Ich wollte euch jetzt. Wir sind nicht da. Okay, dann muss ich das ein bisschen anders machen. Dann werde ich mir die zwei so holen. Okay, die suchen jetzt noch gerade nach uns. Die zwei suchen gerade nach uns. Oh, der kommt her, der eine. Lässt er mich jetzt gerade in Ruhe? Der wird sich wahrscheinlich danach fragen, wo ist sein Kumpel geblieben? Komm mal her. Hallo, hast du mich gerade überfallen? Oh! Okay. Boah, Alter. Ja. Geil, okay. Ja gut, die Großen sind nicht ohne. Kurier fangen.
Ist jetzt aber auch egal. So, da werden wir uns weitere. Die Kiste hier angeln. Ja, das ist, glaube ich, keine Kiste, das ist, glaube ich, was anderes. Aber es ist eine. Es zählt als Kiste. Es ist, nee, es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, aber es ist keine Kiste, die uns so als Kiste angezeigt hat. Karte von Kolumbus. Nice one. So, und ich will jetzt eigentlich hoch mal. Wir haben nur noch einen Gegner hier um uns rumstehen. Das ist der, der mit seinem Kumpel, dem uns eben ein bisschen Ärger gemacht. So. Aber ich würde jetzt erstmal hier. Wo ist denn der Punkt? Da hinten. Auf dem Ding da. Okay. Na dann, holen wir uns. Na gut, dann haben wir ihn. So, zwei sind es überhaupt noch, wenn ich mal gerade sogar. Wir sind wieder voll live. Full live. Moin. So. Die zwei Jungs sind mal Geschichte. Also, ich kann es mal kurz eben kurz plündern. Hört mir gerade auf. Okay. Nächste. Es müssten jetzt nicht mehr so viele Punkte offen sein. Sehe ich das richtig? Das ist noch der eine da ist? Ne? Ja, sieht nur so. Sieht wirklich so aus, als wäre das noch der eine. Ich meine, wir haben ja fast alle. Ja, gut, wir haben. Klar, wir hatten noch vier zu tun. Wir haben es ein bisschen. Hat jetzt gemacht. Gut, dann hüpfen wir mal kurz eben hier rüber, dass wir hier mal kurz den Schnellreisepunkt nehmen. Kann ich da nicht hin? Doch, kann ich natürlich hin. Ist ja ein Schnellreisepunkt. So. Nein! Das war keine Absicht! Okay, der kriegt hier nichts mehr mit. Das war keine Absicht jetzt gerade. Warte mal, ist ja. Was ist denn das Ding da oben? Da ist der. Dann holen wir da mal hoch. Dann gehen wir da mal hoch. Nochmal, weil. Entschuldigung, mein Freund, ich muss da mal so ran. So. Wie gesagt, ich will das Fragment da oben kurz mitnehmen. Ja, gut, es ist so, dass wahrscheinlich bei jedem Schnellreisepunkt. So, Fragment Nummer 13. So, kann ich da jetzt irgendwie wieder runter? Ohne da mir Gefahr zu laufen, irgendwie alle Beine zu brechen. Oder alles zu brechen, alle Knochen. Mehr oder weniger, nicht alle Beine. Zwei haben wir ja nur. Naja, wir gehen sehen. Moin! Ich sollte das durchaus mal ein bisschen unterlassen. Gut, gehen wir mal hin zu dem letzten Punkt. Machen wir das heute noch und dann machen wir mal folgende. Leute. So, dann gehen wir da rüber. Das ist irgendwas mit der Kiste. Die wir kurz plündern dürfen. Was ist das hier? Öffnen. Aha. Da war. Zugeben, da war jetzt nicht wirklich was Wichtiges drin. Zumindest habe ich auf die. Wahrscheinlich ein bisschen Kohle nur. Gut. Letzter Synchro-Punkt. Da oben ist ein. Oben ist wieder was Tolles, was Schönes für uns. Ich komme da gar nicht hoch. Okay, lassen wir erstmal die beiden da in Ruhe. Muss ja. Warte mal. Ich will eigentlich ungern durch das. Ich will eigentlich sehr, sehr ungern da. Warte mal. So, jetzt sind wir da. Ist denn der. Macht der jetzt tatsächlich schon im Scheiß-Sperrgebiet oder was?
Okay. Fragezeichen, kann ich da hoch? So, dann nehmen wir hier die Kiste mit. Wir sind schon bei Nummer 5. Kann ich da jetzt irgendwie durch? Nein. So. Komme ich da wieder raus? Nein, leider nicht. Auch da nicht. Das ist scheiße, ich komme noch nicht ran. Warte mal, komm ich. Gibt es da eine Möglichkeit, leichtere Möglichkeit, da ranzukommen? Theoretisch von da, aber ich will jetzt nicht unbedingt durch das ganze Sperrgebiet durch müssen. Weil der Punkt ist da oben, an der Burg. Oh, ich wär schon. Oder warte mal, kann ich da die zwei Jungs da mit holen nehmen? Hier war ja die Höhle, ne? Es gab sogar mal letztes Spielteile, da konntest du da hoch. Aber tatsächlich muss ich da echt, muss ich jetzt echt da durch? Oh Gott. Und wenn ich den hab, hab ich sie alle. So. Jawohl. So, jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da jetzt am besten ran? So, das ist ja. Oh, Vorsicht. Das ist eine Klippe, die habe ich jetzt gerade fast gar nicht gesehen. Fragezeichen, komme ich da jetzt ohne Gefahr hoch? Nee, ne? Da komme ich nicht mal überhaupt hoch. Ja, da oben auf dem Ding ist das tatsächlich. Das ist natürlich immer total toll, wenn ich jetzt. Egal. Ist ja nichts passiert. So, perfekt. Ha! Warte mal, der Wagen steht schon so, als könnte der mich da rum reinlassen. Ich muss da irgendwie gucken, dass ich da hochkomme. Wie komme ich da hoch, am Idealfall? Komme ich auch nicht hoch? Keine Sorge, ich habe das schon gesehen mit der Schütze. Ich habe die Schütze schon da oben gesehen. Ei, ei. Ich hab dich schon gesehen, mein Freund. Oh, don't lose him now. Got him dead to rights. Alter! Das war. He's getting away. Weg mit dir. Und das so wie im scheiß Synchro-Punkt, wa?
So. Gut, den würde ich sagen trotzdem, den holen wir uns in der nächsten Folge. Das könnte tatsächlich doch ein bisschen was länger werden. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet hier bei Assassin's Creed 4 Black Flag.